Hallo zu einem neuen Video mit Flohmarkt-Pickups. Ich war auf dem Flohmarkt und das habe ich gefunden. Ja, heute war ich auf dem Flohmarkt zusammen mit meinem Bruder. Ich habe jetzt im Juni nicht so viel Zeit gehabt. Ich bin beruflich unterwegs und ja, zum Glück hatte ich heute mal das Glück, bei einer Lieblingsflohmärkte zu sein. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, meine Stimme ist noch nicht wirklich da. Ich musste in meiner Kühlabteilung arbeiten. Das hat mir gar nicht so ganz bekommen mit der Stimme. Aber egal, es soll kein Hindernis sein, euch zu zeigen, was wir auf dem Flohmarkt gefunden haben. Wie gesagt, es ist einer unserer Lieblingsflohmärkte hier in der Gegend. Das sind viele private, keine Händler. Oder ganz wenige Händler, aber keine wirklichen Basarhändler, sag ich mal. Und das Schöne ist eigentlich, es ist ein Flohmarkt, der wirklich noch Flohmarkt heißt. Das heißt, man findet dort sehr, sehr viel auch an Trödel. Der Trödel war diesmal wirklich sehr viel mehr da, also wirklich Teller, alte Möbelstücke, Bücher, ja, Schmuck, also wirklich dieser Art Trödel, na, auch Schallplatten, CDs, DVDs, da waren aber wirklich nicht viel am Anfang dabei. Also wir haben selten das gehabt, dass wir wirklich den ganzen Flohmarkt fast durchgelaufen sind und nichts gefunden haben. Also wir waren sehr früh da, aber irgendwie war nichts dabei. Games und so weiter waren fast gar nicht zu sehen oder gar nicht zu sehen. Naja, und ja, dann sind wir zu der Ecke gegangen, wo die Kinder aufbauen. Gut, ja, die Familien, die bauen meist etwas später auf. So, also da wurden wir dann zum ersten Mal fündig und mit einem der ersten Funde fange ich auch gleich an. Das war ein Manga und zwar Attack on Titan Band 32. Das fehlt uns noch in der Sammlung. Das ist ja, ich glaube, 34 ist der letzte Band. Als wir es gekauft haben, muss ich zugeben, wir haben nachgeguckt, was fehlt uns noch. Und eigentlich einzeln lohnt sich das gar nicht, denn wir haben festgestellt, es gibt zwischen 31 und 34 der letzten vier Bücher einen Schuber zu kaufen, direkt vom Verlag, Carlsen Verlag. Der hat aber noch ein Sonderband dabei, so die Geschichte, so ein bisschen, so ein paar Sondergeschichten. Die gibt es nicht einzeln. Also in dem Sinne, naja, war der Kauf nicht unbedingt nötig, weil wie gesagt, man muss das andere nochmal doppelt kaufen. Aber unabhängig davon, 2 Euro, kann man nicht sagen, der ist in sehr gutem Zustand und ja, verlässt er mich so auch wieder, dann, wenn ich das andere habe, zu dem Preis. Ja, das hat mein Bruder gefunden, beziehungsweise haben wir gefunden. So, und dann war ich auch beim anderen Stand und habe die Bücher durchgeguckt und habe gesehen, die haben 3 Fragezeichen Bücher. Ich mag 3 Fragezeichen, kaufe mir auch ganz gerne mal die ersten Bücher. Und ich habe hier 3 Bücher gefunden, die in sehr guter Zustand sind, recht wie neu. Und da haben wir hier die Spur des Spielers. Die 3 Fragezeichen und die Schweigende Grotte, auch eine etwas neuere oder neue Geschichte. Und das ist sehr, sehr neu, das merkt man auch, weil das ist dieser neue Druckband. Und zwar die 3 Fragezeichen, eine schreckliche Bescherung. Ihr seht auch, wenn man das jetzt auch genau guckt, der Aufbau hat sich ein bisschen verändert. Die Bilder gehen wieder ineinander über. Das ist so das Neueste. Die gab es für zusammen 8 Euro, das ist ganz guter Preis, weil wenn man bedenkt, die kosten hier 9 Euro neu, der kostet 13 Euro, das heißt im Endeffekt kann man so sagen, 2 Euro fast, ja sagen wir, nehmen wir mal grob zusammen 3 Euro das Stück, das kann man alles bezahlen für dafür, dass der Zustand wirklich wie neu ist, da kann man wirklich nichts zu sagen. Genau, und wir gingen dann weiter durch, in der Kinderecke haben wir gleich nochmal was gefunden, da komme ich als letztes zu, das sind so Highlights, die möchte ich euch ja nicht vorenthalten. Ein Lego-Händler war da, da hat mein Bruder geguckt und hat gesehen dann doch da, also der war wieder, wir waren bei der zweiten Runde inzwischen. Und zwar hat er dann 2 kleine Figuren mitgenommen und, aus der neuen Muppets-Serie. Es gibt ja so Muppets-Figuren lose, die man in Tüten kauft, wo man nicht weiß, welche drin ist. Mein Bruder hat fast alle, 2 fehlten ihm, die hat er jetzt einzeln nachgekauft. So, hier haben wir einmal, ich glaube, das war Fossibär und den Hund. Ich kenne die Namen jetzt nicht so, es ist nicht so meine Reihe, aber egal. Die sehen sehr gut gemacht aus und somit ist die Serie fertig oder abgeschlossen. Genau. Und
als wir dann zurück nochmal gegangen sind, also das war noch bei der zweiten Runde dann, wo er das gefunden hat. Und ich habe dann noch gefunden, für 50 Cent eine DVD, noch sealed, noch verpackt, aber mir ist das Animania aufgefallen, das Logo. Und zwar ist das eine, ja, Edition von Animania, Manga, The Drawn Japan, Japan, eine Dokumentation Manga Japan in Bildern und damit im Gespräch mit den Stars der Manga- und Anime-Branche. Und hier sind dann halt die zahlreichen, ja, Künstler drauf zu sehen, die wohl in Interviews zu Wort kommen, vom Akira-Schöpfer, über den Astro Boy-Schöpfer, über Gon, Oma Goddess, Ryu Girl Eye, Space Adventure Cobra und so weiter. Und das wird eben halt, kann man noch so ein bisschen sehen, eben halt werden die gefragt über ihre Entstehung und wie sich die ganze Geschichte wohl verändert hat. So sieht das aus. Einfach die Geschichte. Ich fand's witzig. 50 Cent für Sealed fand ich, war völlig in Ordnung. Ja, und dann kommen schon die Highlights. Ich habe zwei Highlights gefunden. Was heißt zwei? Ein Highlight, ein Mega-Highlight für mich. Das splitte ich jetzt, bevor ich die Highlights meines Bruders gleich sage. Es gab für 1 Euro, und beim gleichen Stand habe ich mein Highlight auch gefunden, eine Kassette. Ja, ich fand, sie sollte man mitnehmen, war wirklich eine der Retros. Und zwar die Funkfüchse Nummer 2, Terror im Jugenddorf. Ja, eine schöne Krimiserie aller, auch 3 Fragezeichen und so weiter. Kam alle damals in den 80ern als Hörspiel so raus. Sind so ein bisschen auf dieser Welle mitgefahren wie TKKG und eben 3 Fragezeichen. Die Pizzabande habe ich ja auch euch mal gezeigt. Das war sehr, ja, es lief gut. Viele mochten es und die Funkfüchse ist gar nicht so schlecht. Funkgeräte waren gerade so, hatten so eine Phase gerade, so CB-Funkgeräte, deswegen passte das ganz gut. Scotland Yard war auch so eine Serie nach dem Brettspiel von Ravensburger, die Hörspielreihe. Ist ganz nett und so als Kassette. Für 1 Euro habe ich dann gesagt, nehme ich ihn mit. Ja, beim gleichen Stand habe ich, wie gesagt, mein Highlight gefunden, auch für 1 Euro. Das verrate ich schon mal so viel, aber das zeige ich gleich. So, ein Stand daneben, glaube ich, da war ein junges Mädchen, das hatte Spiele, ne, für die PS Vita. Und da haben wir, oder hat mein Bruder, 3 Spiele gefunden. Sind alle vollständig, aber im Endeffekt, was heißt vollständig? Vita-Spiele haben ja nur das meistens das Modul und ja, das war's auch. Und zwar gefunden einmal für 5 Euro Blaze Blue Continuum Shift Extended. Wie gesagt, 5 Euro. Dann gab es für 10 Euro da, also gleicher Stand wie gesagt, Killzone Mercenaries. Auch ein schon gefragterer Titel. Und jetzt kommt das Highlight an dem Stand für 20 Euro mit einem kleinen Trauerpunkt. Wie gesagt, 20 Euro. Persona 4 Golden. Echt toll, aber ihr seht hier leider aufgeschlitzt an der Seite das Cover. Das Spiel ist sonst in Ordnung. Es ist irgendwie die Hülle gebrochen und dann gleichzeitig mit das Cover gerissen. Hier wird eine Ersatzhülle besorgt, dann kann man das wieder einigermaßen flicken. Aber unabhängig, der Preis war absolut fair. Das Ding ist ja ist 4- bis 5-fach teuer. Es ist weit über 100 Euro, geht das teilweise weg. Auch wenn da nicht viel drin ist. Ja, wie gesagt, die Hülle ist kaputt. Gerade bei dem Spiel wäre es natürlich schön gewesen, wenn wenigstens das Cover heil ist. Aber egal, man hat es in einem sehr guten Zustand. Das Modul. Überhaupt für den Preis das zu finden, das war schon top. Ja, und jetzt kommt mein persönliches Highlight, das ist auch der Abschluss. Also wir haben wirklich nicht so viel gefunden. Und da ich beruflich, wie gesagt, unterwegs bin, werde ich auch noch in den nächsten 2 Wochen von diesem Video aus nicht auf Flohmärkte gehen können. Und mal sehen, wie es ist. Aber gefunden für 1 Euro. Und ich habe sowas lange nicht mehr richtig gefunden, in einem Top-Zustand. Einen kleinen Windcharger, einen G1 Transformer. Aber das Besondere, das ist nicht, ja, es ist ein Takara, es ist auch ein Transformer, aber der ist noch nicht unter Transformers rausgekommen, sondern ich kann anhand des, ja, es ist ja ein kleiner Name eingeprintet, sehen, das ist die Diaclone-Version. Das heißt, diese Version, die hat auch ein Autobot-Logo,
kam bei uns als Diaclone raus. Etwa 83, 84. Also ich sag mal 84. Kurz vor Transformers. Und ja, somit habe ich sogar einen richtigen Prä-Transformer gefunden. Findet man mega selten sowas. Der Zustand ist wirklich sehr gut. Das Witzige war, der war als Auto verwandelt zusammen in einer Kiste mit ganz alten Matchbox-Autos. Ja. Und somit habe ich einen wirklich klassischen, genialen Transformer gefunden. Finde man selten. Und selbst wenn es ein 85er Normaltransformer wäre, wäre mir egal. Ich habe jetzt nur durch das Datum und beziehungsweise durch die Kennzeichnung gesehen, dass es ein Diaclone ist. Eine Diaclone-Version, die ist vom gleichen Hersteller, dem japanischen Takara, erstellt worden. Ein wenig habe ich die Geschichte mal erzählt. Ich verlinke einfach mein allererstes Transformers-Video hier. Transformers Robots More Than Meets the Eye. Da habe ich so ein bisschen die Geschichte erklärt. Ja, das waren die Flohmarktfunde heute. Ist nicht viel, aber ich finde wunderschöne Stücke. Und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ja, und wir hören und sehen uns das nächste Mal. Aber zuvor noch sagen, will ich sagen, nicht vergessen, wenn euch das gefallen hat, Daumen. Könnt ihr es liken, mich abonnieren, die Glocke einstellen, wenn ihr das nächste Video von mir sehen wollt. Ja, und immer wenn ich kann, bringe ich euch ein Pickup-Video am Sonntag. Ansonsten mittwochs ist so das mein geplanter Termin für die normalen Videos. Nochmal kurz am Rande erwähnt. Aber ich habe da ja auch genug für euch vorbereitet, so ein paar schöne Let's Views noch. Das kann ich noch so verraten. Ja, ansonsten, das war's. Wie gesagt, kommentiert, schreibt mir, was ihr davon haltet, was ist euer Highlight. Und ja, das soll es diesmal gewesen sein.